Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk. Also schön, dass ihr auch eingeschaltet habt, dass ihr auch da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Dieter und Dieter ist 38 Jahre alt. Hallo Dieter. Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Du hattest mal vor ein paar Wochen das Thema gehabt, Begegnung mit dem Tod oder so ähnlich. Ja. Und ich bin Lokführer und ich habe drei Menschen überfahren. Du hast drei Menschen überfahren? Ja. Das finde ich immer krass. Das finde ich so schlimm, wenn ich das höre. Das ist krass. Ja. Mhm. Und, also ich respektiere unter Umständen, dass Leute sagen, ich will mein Leben beenden. Aber das ist, finde ich so schlimm, jemand anderen dann auch noch mit in das Unglück zu stürzen, mehr oder weniger. Ja, ich fühle mich auch mehr oder weniger von diesen drei Leuten benutzt, würde ich mal sagen. Ja, genau, das ist ja auch so. Mhm. So. Erzähl mal so grob diese drei Vorfälle. Also mir ist irgendwann mal vor 10 Jahren bald eine Frau von der Brücke ins Gleis gesprungen. Mhm. Da bin ich dann mit dem Zug drüber gefahren. Ja. Dann hat sich irgendwann mal ein Mann sich mir in den Zug reingelegt. Also lag auf der Strecke, dann habe ich überfahren. Was für Züge fährst du so? Ich fahre hauptsächlich Güterzüge. Güterzüge, ja. Mhm. Und ja, das letzte Mal war dann halt eine Frau, die sich dann halt irgendwo, ja, sich mir in den Weg gestellt hat, mich angelächelt gehabt hat und dann habe ich sie überfahren. Das heißt, du sitzt da oben in deinem Führerhaus, hast die Scheinwerfer, war es am Tag oder abends? Das war einmal in der Nacht, also der Mann war in der Nacht und ja. Die zwei Frauen, die waren am Tag. Ja, und also du sitzt in deinem Führerhaus und siehst dann irgendwann, da steht jemand auf dem, zwischen den Gleisen. Ja. Lacht dich auch noch an. Ja, und dann macht's Knall. Wahnsinn. Was geht denn dann in dieser Sekunde in einem vor? Du kannst ja das Ding nicht innerhalb von Sekunden bremsen, das geht ja nicht. Nö, das dauert ein bisschen länger. Was geht dann in sich vor? Man fühlt sich wahrscheinlich erstmal wie in einem schlechten Film oder so. Ja. Und, aber du siehst ja, Meter für Meter fährt dein Zug näher an diese Person ran. Bleiben wir aber bei der Frau, bei der letzten. Ja, du hast wirklich den Gedanken, Mädel, nur hau doch endlich ab, geh doch mal weiter. Das kann doch nicht sein, dass sie da stehen bleibt. Ja, und dann machst du halt das, was du machen musst. Ja, und dann hoffst du halt nur noch, dass du halt schlecht geträumt hast. Was machst du, was du machen musst? Ja, du machst halt, du hupst. Machst Notbremse, beziehungsweise bei mir war es, ich habe halt erst gebremst, habe dann gehupt und dann machst du nichts mehr, dann wartest du nur ab. Um es mir genauer vorzustellen, wie viel Meter vorher hast du sie gesehen, auf den Gleisen stehen? 50 Meter. 50 Meter. Kam sie plötzlich irgendwie aus dem Gebüsch oder war das eine Kurve? Nee, das war halt so ein Bahnübergang und die stand halt da, wo sie stehen müsste oder wo sie mal stehen müssen und sie ging dann halt unvermittelt los und blieb dann halt mittendrin stehen. Ach so, und ging dann auf die Gleise und blieb da stehen? Blieb da stehen und dann drehte sich in meine Richtung und lächelte mich dann halt mehr oder weniger an. Dann spürst du ja quasi diesen Aufprall. Ja. Ne, den spürt man wahrscheinlich auch in dieser riesen tonnenschweren Geschoss von Lok, spürt man das. Mhm. Dann gibt es eine Notbremsung. Ja. Das dauert, wie lange dauert das, immer so ein Ding zum Stehen gebracht hat? Zeitmäßig weiß ich nicht, aber ich dachte mal, ich habe so 90 drauf gehabt, so 400 Meter. Ja. Und dann steigt man dann als Lokführer aus? Dann musst du eigentlich aussteigen, musst gucken, ob sie noch lebt. Hast du es gemacht? Nach einer gewissen Zeit, ja. Steigt man erst aus und guckt oder informiert man? Nein, du sperrst erst die Strecke, damit, ich meine, da kann ja jetzt alles Mögliche passieren. Mhm. Da können ja Schaulustige hingegangen sein, da können sonst was passiert sein. Du sperrst also die Strecke. Also du gibst deinen Leuten schon eine Nachricht, hier ist gerade was passiert. Genau, du sagst dann, wo du bist, dann hier die Strecke sperren und dann tust deinen Zug, dass er nicht wegrollt oder nicht weiterfahren kann oder so weiter sichern. Ja, und dann fängt das Problem an. Mhm. Du hast gerade gesagt, nach einer gewissen Zeit bist du dann ausgestiegen. Ja. Warum diese Zeit? Um ehrlich zu sein, erstmal, damit du dich erstmal wieder sammeln kannst, dann wer will schon wirklich jemanden sehen, der gerade überfahren hat und dann liefen da Leute mit dem Hund rum. Da liefen Leute mit dem Hund rum? Ja, die werden dann wahrscheinlich da zu der Leiche hingegangen. Also der Hund lief frei rum und der hat sich wahrscheinlich da was dran genommen. Da war direkt ein Fußgängerweg, also so ein Wanderweg daneben. Und diese Leute haben dich auch davon abgehalten, sofort auszusteigen?
Nee, die haben mich dazu gebracht, dass ich ausgestiegen bin. Ach so. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ach so, jetzt verstehe ich erst, verstehe. Mhm. Genau andersrum. Weil nämlich natürlich wahrscheinlich nie jemand überlebt, ne, nach so einer Kollision. In der Regel nicht, nein. So, dann bist du ausgestanden und ausgestiegen, bist da hingegangen und hast diesen fürchterlichen Anblick ertragen müssen. Ja. Ist denn, ich frage es dich erstmal, ist denn da überhaupt mal viel übrig von den Menschen, wenn... In dem Fall, ja, schon, da war schon, also der Korpus selber war übrig, die äußeren Teile, die haben halt irgendwo gefehlt, die lagen halt irgendwo ein bisschen verstreut rum. Hm. Aber sie war halt auf der Stelle tot. Ja. Kann man dann danach direkt weiter seinen Dienst absolvieren? Also ich nicht. Du nicht. Nun ist es dir dreimal schon passiert. Ja. Ist das normal, sage ich jetzt mal, wenn du mit den anderen Kollegen sprichst? Also es gibt Leute, die haben das Glück, denen passiert das nie. Es gibt Leute, denen passiert das einmal. Es gibt Leute, die haben das persönliche Pech, dass es denen öfters passiert. Mhm. Wie oft, weißt du so eine Zahl, kommt das bei der Bahn vor in Deutschland im Jahr? Es wird so irgendwas gesagt, 1500 Stück im Jahr. So viele, so viele. Also alles, was schienengebunden ist. Mhm, ja. Hat dich das jetzt schon irgendwie zu der Überlegung gebracht, dass du deinen Beruf aufgibst oder wechselst irgendwie in einen anderen Bereich? Ich bin im Moment in Therapie und das wird man dann sehen, wie die Therapie läuft, was dann dabei rauskommt. Wann war der letzte Vorfall? Am 14.11.2003. 2003, das heißt, das liegt schon eine ganze Weile zurück. Bist du seitdem wieder Zug gefahren? Ich bin 4 Wochen krankgeschrieben gewesen, habe dann bis August meinen Zug wieder gefahren oder beziehungsweise meine Züge und bin dann vom psychologischen Dienst aus dem Fahrdienst genommen worden, weil ich war dann halt ein wenig untragbar. Mhm. Das heißt, das wirkt nach und das wirkt sehr tief nach sogar. Ja. Bis heute. Bis heute. Mhm. Die anderen Opfer, hast du die auch gesehen? Den Mann habe ich nicht gesehen, den habe ich nur gehört. Und die andere Frau ist mir halt von der Brücke ins Gleis gesprungen. Mhm. Und die habe ich eigentlich auch gesehen. Mhm. Ins Gleis heißt, die fiel quasi vor dir runter und du bist über die drüber gefahren. Die ist runtergesprungen und dann ins Gleis und lag dann mitten im Gleis drin und ich bin dann drüber, ja. Mhm. Auch nicht schön. Nee, wirklich auch nicht schön. Werdet ihr bei der Bahn irgendwie vorbereitet auf solche extremen Situationen? Ja und nein. Also es wird gesagt, sowas kann passieren, ja, aber wie willst du jemand darauf vorbereiten? Mhm. Das ist eine Sache, das ist eine Extremsache, da kann es nicht jemand darauf vorbereiten. Ja, ja, ja. Werdet ihr denn danach aufgefangen, zumindest von professionellen Leuten? Ja und nein. Also manche haben Glück und manche brauchen halt ein bisschen länger davor. Beziehungsweise manche haben auch nicht die Lust, das in Anspruch zu nehmen. Es gibt auch Leute, die steigen am nächsten Tag wieder auf den Zug drauf. Mhm. Also ich meine jetzt, es wird von der Bahn schon eine psychologische Soforthilfe angeboten. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, ja. Aber erst seit ein paar Jahren? Ja, jetzt wo ich in dieser Klinik, in der ich bin, da ist das jetzt erst seit, ich glaube seit 8 Jahren oder so, gibt es die, dass ich wirklich darauf spezialisiert habe. Mhm. Im Moment fährst du nicht, hast du gerade gesagt. Was genau machst du im Moment? Ich bin im Moment in einer Therapie. Ich bin in einer psychosomatischen Traumatherapie und versuche, die Sachen halt zu bewältigen. Ach so, und arbeitest gar nichts zurzeit? Ich bin zurzeit krankgeschrieben. Ach so, ja. Ich dachte, das würde nebeneinander laufen, dass du im Hintergrund irgendwas arbeitest. Nee, ich bin hier stationär. Mhm, ja. Welche Fortschritte machst du in dieser stationären Therapie? Ich bin seit einer Woche hier. Das waren erst mehr oder weniger die Aufnahmegespräche. Man geht so zwischen 4 und 6 Wochen oder noch länger davon aus. Ist deine Hoffnung, dass du das so wieder für dich in den Griff bekommst, dass du wieder Zug fahren wirst können? Ich mache mir erstmal die Gedanken, dass ich wieder so sein will wie vor dem Unfall. Mhm. Und dann mache ich mir die Gedanken, ob ich wieder fahren kann. Ah ja. Mhm. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, du hast das so artikuliert, dass du die Leute nicht verstehen kannst, die so etwas tun, weil sie einen anderen Menschen eben halt auch sehr belasten. Benutzen. Benutzen, genau, das hast du gesagt. Mhm. Das heißt, du musst sehr zornig auf die sein. Ja, in gewisser Weise schon. Hast du irgendwas mal über die Biografie dieser Menschen erfahren, warum die das gemacht haben? Den Mann, den ich überfahren habe, da weiß ich, die hat mich die Frau angerufen, die wollte mit mir darüber sprechen und da war ich halt mein dritter Versuch in dem Jahr und über die anderen beiden nicht. Mhm. Das ist auch mehr oder weniger Zufall. Und ich weiß auch gar nicht, ob mich das wirklich interessieren würde. Ja. Jetzt wollte ich gerade noch weiter fragen, macht man sich dann über diese Opfer oder diese Täter, egal wie wir es jetzt nennen, macht man sich da noch Gedanken? Oder sieht man einfach nur diese Tat und der Mensch verschwimmt dahinter?
ich denke mal, dass man da sich erstmal über sich selber mehr Gedanken macht und darüber der Mensch wahrscheinlich wirklich verschwindet, ja. Ich weiß auch nicht, also es ist mir wirklich auch vollkommenes Rätsel, wenn man sich das Leben nehmen will, was ja schon eine ungeheure Entscheidung ist, gibt es doch andere Möglichkeiten, wo man nicht zusätzliche Menschen noch daran beteiligt. Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, ich denke mal, diese Leute wollen vielleicht mit einem großen Aufwand nochmal aus dem Leben oder keine Ahnung. Mhm. Und es gibt ja auch genug Fälle, wie es bei mir auch bei mir der Fall gewesen wäre, wo sich dann die Lokführer nächsten Tag selber wirklich davor stellen wollen. Das gab es auch, hast du auch schon erlebt? Ich habe die Situation gehabt, dass ich gedacht habe, ich gehe einen Schritt nach vorne und habe es hinter mir, ja. Ja, weil du so geschockt warst und so betroffen warst von allem. Ja, sozusagen. Hast du im Kollegenkreis das schon mal erlebt, dass ein Lokführer sich das Leben genommen hat, weil er das nicht verkraften konnte? Ja. Auch schon. Das gab's schon. So, jetzt bist du in der Klinik stationär, in der großen Hoffnung, dass du wieder so richtig zu Kräften kommst, seelisch auch, wie du es vorher warst. Seelisch, ja. Und dann wirst du die Entscheidung fällen, ob du wieder fährst. Ja, wenn das wieder alles soweit ist. Ja, ich meine, ich bin nicht der Einzige. Ich meine, da müssen auch die Psychologen mitsprechen. Ich bin ja auch vom psychologischen Dienst aus dem Fahrdienst genommen worden. Ja. Das war nicht mein eigener Wunsch. Wie lange wirst du da sein müssen? Geplant sind 4 Wochen, dann wird es sehen. Also es gibt ein Gutachten, wo zwischen 4 und 12 Wochen empfohlen wird. Ich möchte einen Nebensatz noch mal eben aufgreifen von dir. Du sagst, das war nicht dein eigener Wunsch, aus dem Fahrdienst herausgenommen zu werden. Nein, ich bin ja fahren gewesen. Ich bin also wirklich fahren gewesen, auch aus ja, eigenem Wunsch heraus. Und bis der psychologischen Dienst halt gesagt hat, das geht halt nicht mehr so, wir müssen jetzt hier ja was anderes machen. Warum haben die das gesagt? Wie haben die dich so beobachtet? Ich bin unter Beobachtung gewesen und da sind halt diverse Unregelmäßigkeiten gewesen, dass ich halt halt mitten auf der Strecke angehalten habe, weil ich gedacht habe, da wäre jemand gewesen oder so. Dieter, ich glaube, ich brauche dir dann meine Psychologin nicht anbieten, wenn du jetzt da in so guten Händen bist. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben und wünsche dir wirklich alles Gute, dass diese Therapie und diese stationäre Behandlung sehr erfolgreich für dich ist und dass so sich alles wieder entwickelt, wie du es gerne möchtest. Alles klar, ich bedanke mich. Vom Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220, ihr Lieben, und 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an oder meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Christiane und Christiane ist 18, ist sie. Hallo Christiane. Hallo. Hallo, grüße dich. Und was geht's bei dir, Christiane? Ich habe eine angeborene Stoffwechselerkrankung, also Mukoviszidose. Ja. Und ja, ich wollte halt mal so ein bisschen darüber reden. Ja, das ist eine sehr schwere und ernste Erkrankung, Mukoviszidose, Stoffwechselerkrankung. Erklär mal den Leuten, die so davon noch nicht so viel gehört haben, wie macht sich diese Krankheit bei dir bemerkbar? Also bemerkbar in dem, dass ich muss ganz viel inhalieren, also drei bis viermal am Tag. Und was musst du da inhalieren? Mit einer Kochsalzlösung und speziell Atemerweiterungsmedikament, dass ich besser Luft kriege. Ja. Und es dreimal am Tag halt. Das heißt, wenn du das nicht machen würdest, bestimmt die Gefahr, dass du erstickst. Genau. Weil die Lunge verklebt und nicht durchlüftet wird. Genau. Ja. Wie lange musst du das dann jeweils machen am Tag? Also halt, das dauert schon so 20 bis 30 Minuten dreimal. Hat man da so eine Maske auf dem Gesicht? Nee, das ist mit einem Mundstück. Ach, mit einem Mundstück. Genau. Das heißt, du kannst währenddessen irgendwas machen, lesen oder? Ja. Das schon? Ja. Und hast du so ein Gerät zu Hause oder musst du? Ja, ich habe ein Gerät zu Hause. Ja, und zusätzlich noch ein Sauerstoffgerät. Was ich über die ganze Nacht brauche. Das heißt, du hast nachts auch einen Schlauch irgendwie im... Genau, das ist so, das geht in die Nase, dass da halt extra Sauerstoff, was mein Körper nicht so aufnehmen kann von der Luft, praktisch da reinkommt. Bist du so mit diesen Schläuchen und mit diesen Maschinen, bist du so aufgewachsen? War das von klein auf so? Ja, also ja. Musst du zusätzlich auch noch starke Medikamente nehmen? Ja, ich muss sehr viele nehmen. Also einmal muss ich zu jeder Mahlzeit so eine Enzymstablette nehmen, weil jeder Mensch hat doch eigentlich Enzyme, nur bei mir fehlen die halt. Und ja, dann halt noch Schleimlöser und Vitamine, also ganz viel. Das heißt, du bist so in deinem Leben und auch in deinem Alltag sehr eingeschränkt. Genau. Du musst die Medikamente nehmen, du musst ständig an die Apparate und die Schläuche. Wie geht denn das, bist du schon mal in Urlaub gefahren?
Jein, ich war höchstens Urlaub so zweimal auf Kur. Ja, okay, dann bist du natürlich da dann wieder versorgt, weil da... hast du so auch Beschwerden? Tut das auch weh? Ja, so sagen wir mal, ich kenne keinen Tag ohne Schmerzen. Und wo hast du dann Schmerzen? Im Lungenbereich? Genau, in der Lunge, im Bauch. Ich habe auch Rückenprobleme. Ja, kann man ja sagen, dass diese Krankheit sich hauptsächlich auf die Lunge konzentriert? Genau, ja. Das kann man sagen. Genau, ich habe auch nur noch eine halbe Lunge. Bist du operiert worden? Nein, ich hatte da war ich 9 Jahre alt, da ist meine rechte Lunge zusammengefallen. Mhm. Also das heißt, die war voller Sekret, also voller Schleim, zähflüssigen Schleim, was ich nicht rausbekommen habe. Mhm. Und der hat halt die ganzen Atemwege da, die kleinen Atemwege verstopft. Was heißt das, wenn die Lunge in dem Alter zusammenfällt? Hast du die noch bei dir oder musst du die dann rausgenommen werden? Nein, ich habe die noch drin. Und da kann man auch mit leben. Das ist. Ja, es war manchmal, es ist sehr komisch, so, weil man halt sich so vorstellt, die ist so. Na, die funktioniert einfach nicht mehr. Die ist kleiner ein bisschen. Mhm. Nicht viel, so vom Optischen her sieht man das nicht, aber. Das heißt, du bist auch sehr schnell außer Atem, wenn du mal ein bisschen was machst, dich heftig bewegst oder Sport und so ist gar nicht drin bei dir. Nee, also ich versuche es, ich fahre Fahrrad. Ach, das geht. Ja, wir sollen, soweit es geht, Sport machen oder ich zumindest, damit halt die Lunge also besser frei wird. Mhm. Das ist, wir sagen es nochmal, das ist eine angeborene Erkrankung, ne? Genau. Hat in der Familie sonst auch noch jemand die Erkrankung? Nein, eben nicht. Also das ist, wenn meine Mutter ein halbes Erbgen trägt und mein Vater. Mhm. Die halt zusammenkommen, dann komme ich dann. Also, das heißt, du hast dich sehr gut informiert über diese Krankheit und weißt eine ganze Menge. Bist du so mit auch in der Selbsthilfegruppe, wo andere Menschen sind, die das auch haben? Nein, das nicht. Mhm. Du bist 18 Jahre alt, sage ich doch mal. Wie sieht dein Leben so aus? Bist du noch Schülerin oder machst du... Nein, im Moment, also ich bin seit einem Jahr raus aus der Schule. Mhm. Und ja, ich finde sehr schlecht eine Ausbildung. Was hast du für einen Abschluss? Einen Hauptschulabschluss. Ja, und was würdest du gerne machen? Ja, ich würde gerne was mit Dekorieren machen. Mhm. Ginge denn das überhaupt so? Wenn ich mir vorstelle, du arbeitest beispielsweise in einem großen Kaufhaus und dekorierst da Schaufenster und Innenausstattungen. Wenn du ständig am Tag inhalieren musst, wie wird das dann gehen? Ja, genau, das ist das Problem. Das guckt sich kein Arbeitgeber so richtig mit an, weil ich halt öfters krank bin und zum Beispiel gleich auch 3 Wochen hintereinander krank bin. Und ich dann auch, also ich könnte nicht so lange am Tag, also keine 8 Stunden, 8, 10 Stunden, so, könnte ich nicht durch. Das kann also auch sein, dass du immer wieder, wie du es gerade gesagt hast, zwischendurch dann mal wieder richtig flach liegst und krank bist. Genau. Und was sind das dann für Erkrankungen? Ist die Lunge denn entzündet oder ist das eine Schwäche? Ja, es ist alles, also es kommt alles zusammen, dann kommt Fieber und wenn mich zum Beispiel einer mit einer ganz harmlosen Erkältung ansteckt, dann wird es dann, weil unser Immunsystem ist auch angegriffen. Du sagst immer unser, also die Leute, die das haben, ne? Genau, ich spreche immer von der Merz. Nun bist du, wie gesagt, ein sehr junges Mädel. Ja. Bist du manchmal sehr unglücklich und haderst du mit deinem Schicksal? Warum muss ich das gerade haben? Meine Freundinnen oder andere Mädchen, die gehen in die Disco, die machen ein großes High-Life-Leben und Fun hier und Jungs. Ja, also jein, ich kann ja nichts daran ändern. Ich hab's nun. Mhm. Und früher zum Beispiel habe ich die Menschen dafür gehasst, die gesund waren. Mhm. Und ich habe niemanden an mich rangelassen und ich habe immer so... Wann war früher? Wie alt warst du da? Naja, das war so zwischen, ich glaube, das fing so zwischen 10 und 16. Achso, als man so bewusst wurde und ein bisschen reifer wurde. Also, Und das hat sich aber jetzt abgeklärt, dass du sagst, das ist mein Schicksal, das akzeptiere ich so. Ja, manchmal denke ich mir schon, na, warum ich? Und aber... Es ist, wie es ist, ne? Ja, es ist schon manchmal traurig, dass halt, manche können halt 10 Stunden tanzen gehen und danach gehen sie dann gleich schlafen. Und zum Beispiel, wenn ich 5 Stunden in der Disco bin, also ich gehe ab und zu mal, danach geht es mir immer sehr schlecht. Und dann muss ich, anstatt gleich schlafen zu gehen, muss ich halt dann noch inhalieren danach. Mhm. Und
mache ich dann halt noch autogene Drainage, also das heißt so eine spezielle Atemübung. Ja, um dich wieder zu beruhigen und ein bisschen runterzufahren. Ja, und auch, dass der Schleim rauskommt. Mhm. Aber immerhin, es wundert mich, dass du das überhaupt kannst, in eine Disco gehen, so lange. Ja. Wie ist das denn so ein Thema Liebe und Sexualität? Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ja, jein. Wobei das wahrscheinlich auch schwierig ist, ne? Ja, das ist ganz schwer, weil keiner das so richtig so... Mhm. Wie reagieren die Jungs denn darauf, wenn du das sagst? Sie haben Angst. Angst, ja. Mhm. Unsicher wahrscheinlich auch, wie kann ich damit umgehen? Ja, ich hatte letztens jemanden kennengelernt und der war auch total nett und ja, er kam aber damit nicht klar. Mhm. Er hat gemeint, er hätte Angst, mich zu verlieren. Mhm. Irgendwann. Ja, das ist ja so ein Punkt. Diese Krankheit ist ja eine sehr ernste Erkrankung, soweit ich weiß. Mhm. Wie hoch, du bist ja nun sehr gut informiert, habe ich gerade schon gehört. Wie hoch ist die Lebenserwartung? Also vor 10 Jahren war das noch nicht so, aber jetzt kann man das nicht mehr sagen. Also du kannst durchaus ein gutes Alter erreichen. Ja. Mhm. Aber dann ist das ja schon, tut das ja weh, wenn dein Junge sagt, ich habe Angst, dich zu verlieren. Ja. Ne? Es geht ja um das Hier und Jetzt und um das Jetzt lieben und was genau, ist. Genau, das habe ich auch immer gesagt, weil ich bin zwar erst 18 und viele sagen zu mir, du kannst dich ja noch austoben und so, aber das ist, ich bin schon reifer. Mhm. Also das, vom Denken her. Bin ich ganz sicher. Alle Menschen, die jung erkranken, sind immer reifer. Ja. Viel reifer. Und meine Mutter kam damit auch nicht klar. Mhm. Und ja, ich wollte mich schon früher 5-mal oder so, ich versuche mich umzubringen. Mhm. Aber das hast du jetzt so, bist du stabil? Ja. Mhm. Und deswegen, der erste Anrufer, der mit den Leuten, die sich umgebracht haben, das finde ich irgendwie ganz schlimm, weil für mich ist das Leben das Kostbare, egal wie schwer das ist. Mhm. Das finde ich einen tollen Satz. Ja. Christine, das finde ich ein ganz, ganz Christiane, einen ganz tollen Satz, dass jemand, der so schwer krank ist, das so sagt. Respekt, ja. Da sollen wir alle, die jammern, wegen irgendwelcher Alltagssachen, jetzt klein mit Hut werden, wenn man sowas hört. Mhm. Wirklich, wirklich. Lebst du bei deinen Eltern noch? Nein. Meine Mutter hat mich rausgeschmissen. Wie bitte? Ja, wir haben uns einfach nicht verstanden. Mhm. Und wo wohnst du jetzt? Wie lebst du? Alleine? Also, ich habe, nachdem sie mich rausgeschmissen hat, da war ich noch 17. Mhm. Und dann musste ich notunterkommen in so ein Hospiz. Ach. Ja, und ich wusste damals noch nicht, was das war. Mhm. Ein Hospiz ist ja ein Sterbehaus. Genau, ne? Und das wusste ich nicht. Und das ist ja schrecklich dann für dich gewesen, oder? Ich hab 2 Menschen da verloren. Mhm. Wobei, ich glaube, es nicht missverstanden werden möchte, ich halte die Idee, die Einrichtung von Hospizen für eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, halte ich auch. Ja. Klar. Und wo lebst du jetzt? Jetzt wohne ich in der WG. Ach so, und fühlst du dich da wohl? Nein. Nein. Würdest du lieber alleine wohnen? Genau, alleine. Mhm. Weil ich wohne, die haben mich, nichts gegen behinderte Menschen, wirklich nicht. Aber halt, ich wohne halt mit denen zusammen, zum Beispiel eine wohnt im Rollstuhl. Mhm. Und ich muss immer dann helfen und ich mache das wirklich gerne. Aber das belastet mich auch. Du beschaltest deine Kräfte. Genau. Von was lebst du? Wie finanzierst du dich? Ja, im Moment, ich habe Arbeitslosengeld 2 beantragt. Mhm. Aber das kommt alles nicht durch. Also im Moment kriege ich gar nichts. Also es hängt alles so ein bisschen in der Luft. Nicht genug Kohle, dann die Wohnung ist nicht so schön. Aber du hast einen tollen Satz gerade gesagt, dass das Leben so wertvoll ist. Genau. Christiane, ich würde dir so sehr wünschen, dass du einen Job findest, dass irgendein Arbeitgeber sagt, okay, komm, das machen wir einfach mit dir. Wir schaffen da jetzt irgendwie Sonderstatus für sie und sie kann eine Ausbildung machen. Das wäre dein Traum, Dekorateurin. Hm. Ja, oder so in diesem Bereich zumindest. Genau. Vielleicht hat ja jemand zugehört. Aus welcher Gegend kommst du? Charlottenburg. Aus Berlin. Hm. Würdest du auch in eine andere Stadt gehen, wenn du ein Angebot bekämst? Wirklich, nicht so gerne. Weil ich daher mein Krankenhaus habe, in dem ich schon 9 Jahre in Behandlung bin. Das ist ein Argument, das finde ich allerdings auch. Wir haben sehr, sehr viele Zuschauer in Berlin. Vielleicht hat ja der eine oder andere Chef jetzt zugehört und sagt, okay, machen wir mal. Dann möge der Chef sich bei uns melden. Okay? Ja,
Ja, vielleicht auch einer, der, also vielleicht auch ein Mensch, der damit kein Problem hat, mich kennenzulernen. Ja. So wie ich bin. Okay. Ich bin wirklich tief. Meine Liebe, ich wünsche dir alles Gute von Herzen und vielleicht kommt ja ein bisschen irgendwas in Bewegung. Ich würde mich freuen. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ein Hinweis auf unser Thema diese Woche. Diese Woche heißt unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eiskalt geplant. Ich möchte gerne mit euch reden, wie ihr irgendetwas eiskalt geplant habt. Das kann ein Verbrechen sein, das kann auch irgendeine Racheaktion sein, was auch immer. Ich möchte mit eiskalt, also mit Tätern, die eiskalt was geplant haben, Tätern vielleicht in Anführungszeichen, sprechen oder auch natürlich mit Opfern. Wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, zu diesem Thema eiskalt geplant, könnt ihr euch ja schon anmelden unter domian@wdr.de. Weiter geht's mit Bente. Bente? Hallo? Hallo. Ist das eine Frau? Ja. Ja, hallo Bente. Du bist 22 Jahre alt. Bente heißt. Bente, entschuldige. Was ist dein Thema? Meine Schwester. Ja. Irgendwie höre ich mich doppelt, das ist ganz doof gerade. Dann musst du bitte den Fernseher oder das Radio, den Ton ganz wegschalten. Dann habe ich ihn jetzt ausgemacht, das und ist immer noch. Ist es immer noch? Ja. Versuchen wir es mal, wenn es nicht klappt, dann wählen wir dich nochmal neu an. Ja. Also du sagst, es geht um deine Schwester. Ja, die hat sich vor 2 Wochen umgebracht. Mhm. Wie alt war sie? 24. Und sie war krank, also sie psychisch krank. Was hatte sie? Ja, man hat das in ein Wort gefasst und das Borderline-Persönlichkeit genannt. Also schon eine seelische Erkrankung, kann man sagen. Ja. Ja. Wie hat sie sich das Leben genommen? Mit Tabletten. Übrigens, geht das Sprechen im Moment oder hörst du dich immer noch doppelt? Ich höre mich immer noch doppelt. Ist das für dich sehr irritierend? Das geht schon. Also sonst sag, dann brechen wir es ab und wir wählen dich nochmal neu an und dann können wir in Ruhe sprechen. Ist es hier vielleicht, ich werde immer ganz, ganz verrückt, wenn ich mich doppelt höre. Pass auf, wir machen es mal so. Leg mal auf und wir wählen dich neu an, okay? Okay. Bis gleich, tschüss. Ja, tschüss. An dieser Stelle dann noch ein Hinweis. Wir haben ja am Samstag wieder Promitag bei uns und diese Woche Samstag kommt zu mir der Schauspieler Hannes Jänicke. Die Sendung beginnt diese Woche Samstag um 11:45 und wenn ihr mit dem Schauspieler Hannes Jänicke sprechen wollt, euch unterhalten wollt, könnt ihr euch auch per Mail schon anmelden, domian@wdr.de. Diese Woche Samstag mein Promi-Gast im WDR-Fernsehen, 11:45 abends, spätabends, Hannes Jänicke. Hier ist Thomas und Thomas ist 38 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo Domia. Hallo Thomas. Schön, dass ich auch mal durchgekommen ja. bin. Ja, um was geht's ich bei dir? Ich verfolge deine Sendung schon seit mehreren Jahren. Mhm. Und bei mir dreht es sich auch um eine Krankheit, und zwar um eine ganz seltene, die sich Narkolepsie nennt. Narkolepsie. Richtig. Erklärst du, was es ist? Und zwar ist das, dass man nachts nicht schlafen kann und am Tage circa 40 bis 50 mal so 10 bis 15 Minuten schläft. Und das nicht unter Kontrolle bringen kann. Und plötzlich, ne? Relativ plötzlich einnickt. Richtig. Ne? Also von einer, ist es so krass, von einer Sekunde auf die andere? Das geht recht schnell, ja. 40, wie oft am Tag? 40, 50 Mal 40. Bei mir äußert sich das. Und wie ist das in der Nacht? Wie ist die Situation, wenn du dann irgendwann ins Bett gehst, Licht ausmachst, Augen zu, was dann? Gar nichts, passiert nichts. Das heißt, du liegst wach und denkst nach, ja. Hellwach und... Ja, ich bekomme Schlaftabletten. Ja. Die kann ich einnehmen wie Smarties. Und da passiert nicht. Ist das denn dann jede Nacht so, dass du nie nachts schlafen kannst? Ja, aufgrund dessen verfolge ich auch deine Sendung und bin durch Zufall auch drauf gestoßen. Ja. Vor ein paar Jahren. Aber wie lebst du? Weil ich gehe keine Nacht vor 3, 4 Uhr ins Bett. Ja. Ja, wie ist es denn dann, wenn du um 4 ins Bett gehst? Kannst du dann schlafen? Auch nicht. Höchstens, also nicht zusammenhängend, keine 2 Stunden. Ja. Nur abgehackt, Viertelstunde, 20 Minuten. Und wie lange bist du dann wieder zwischendurch wach, wenn du eine Viertelstunde geschlafen hast? Eine Stunde. Eine Stunde. Gott, was für ein Horror. Dreh ich mich hin und her. Was für ein Horror, ne? Ja, das alleine ist es auch noch nicht.
verbunden mit der Krankheit sind tonusartige Muskelschwäche. Das heißt, dass man in bestimmten Situationen Lachen, Aufregung oder wenn etwas Unvorhergesehenes auf einen zukommt, dass man dann so zusammensackt und sich nicht auf den Beinen halten kann. Ja. Man kriegt alles mit, das komplette Umfeld, aber man kann nicht sprechen. Man kann sich nicht bewegen, nichts. Und das hält so bis zu einer Minute an. Ist das für dich im Moment, dieses Gespräch mit mir und jetzt auch eben in der Öffentlichkeit, ist das für dich eine Stresssituation? Im Moment nicht, weil ich starke Medikamente einnehme. Ach so, weil sonst könnte ja vielleicht auch irgendetwas geschehen, dass du plötzlich gar nicht mehr sprechen kannst, oder? Das könnte passieren, ja. Ist auch schon vorgekommen. Ja. Aber im Moment geht's. So wie du das jetzt beschrieben hast, die Schlafprobleme und die Begleiterscheinungen, die du gerade auch geschildert hast, ich gehe mal davon aus, dass du keinen Beruf nachgehen kannst. Also kein Beruf, also ich war kaufmännischer Angestellter, bin seit 2 Jahren arbeitslos, ja. ALG-2-Empfänger. Ja. Wie gesagt, 38 Jahre alt, Rente habe ich noch nicht eingereicht. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Circa 8 Jahre. Das heißt, du konntest dann doch mit der Erkrankung im Büro arbeiten? Zuerst 1991 bin ich angefangen als kaufmännischer Angestellter. Ja. Und ich sage, ich kann das nicht genau zurückverfolgen, aber so seit 94, 95 habe ich das. Aber wie ist denn da geht dann nichts mehr. Ich war in einem kleinen Betrieb beschäftigt, wo wir auch Kopf rechnen mussten. Und wenn diese Schlafattacken über mich gekommen sind, ich sage, dann war 4 und 4 war 1626. Dann geht gar nichts mehr. Waren das überhaupt 1426 oder warst du nicht, du warst doch dann, so habe ich es gerade verstanden, auch fünf? Man hält die Augen auf, man versucht die Augen aufzuhalten, man sieht noch irgendwie was, aber es kommt, man kann nichts mehr richtig lesen oder nichts mehr zusammenrechnen. Ich dachte, dass man sofort die Augen, dass einem die Augen zufallen und man den Kopf nach unten senkt und einnickt. So ist es dann. Das ist dann zuletzt denn die Folge, ja. Und da konnte dein Arbeitgeber natürlich nicht mit umgehen, vermutlich. Nee, überhaupt nicht. Und bist dann deshalb auch entlassen worden? Nee, die Firma ist aufgelöst worden damals. Achso. Da habe ich in der Beziehung noch Glück gehabt. Aber ich habe ein Spießrutenrennen mitgemacht. In der Firma, wegen dieser Geschichte, das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Ja. Wahrscheinlich haben sie es am Anfang dir gar nicht geglaubt, ne? Und haben gedacht, Richtig. Du bist ja ein Faulpelz oder so. So sieht's aus. Schlafmütze, Faulpelz, als das wird man tituliert. Hast du denn einen pfiffigen Arzt gehabt, der das zumindest schnell diagnostiziert hat? Oder hast du auch lange im Nebel gestochert, was los ist mit dir? Die Diagnose habe ich selbst gestellt. Ich habe mehrere Bücher gelesen über die Bibliothek und mit den Büchern musste ich zu meinem Neurologen gehen und ihm sagen, ich weiß jetzt, was das ist, das und das. Dann hat er gesagt, ja, das ist es denn wohl. Wie, und der hat das vorher selbst nicht gesehen, gewusst? Ist aber kein doller Neurologe. So sieht's aus, ja. Bei dem bin ich heute auch nicht mehr. Mittlerweile habe ich jetzt schon den 4. oder 5. gewechselt. Ja. Kann man perspektivisch, gibt es eine Hoffnung, dass man die Krankheit in den Griff bekommt? Nee, ist unheilbar. Das heißt, die ist ausgebrochen, warum und wie auch immer? Richtig. Es geht irgendwie vom Gehirn aus, aber man kann nicht feststellen, woran es liegt. Ich war auch vor 2 Wochen noch im Krankenhaus, da bin ich auch zusammengesackt auf offener Straße. Auch durch ein Erlebnis und man hat Kernspintomographie gemacht, CT, aber man hat nichts gefunden. Wird die Krankheit schlimmer, je älter du wirst? Das kann ich nicht sagen, es wird gleich bleiben. Du sagst gerade, du bist auf der Straße zusammengesackt. Erklär mir das nochmal mit dem Zusammensacken. Bist du dann bei Bewusstsein oder wirst du dann auch bewusstlos? Nee, ich bin bei vollem Bewusstsein. Bewusstsein. Ich nehme das Umfeld völlig wahr. Aber bist völlig. Aber ich kann mich nicht artikulieren. Furchtbar. Man hat mich gefragt, was ist denn los? Soll ich einen Rettungswagen anrufen? Und ich konnte nichts sagen. Und hast die Augen aufgehabt und konntest nicht sprechen? Ich habe da so gelegen, war völlig da, aber konnte mich nicht mitteilen. Wie lange hält so ein Zustand dann an? Ungefähr? 1 bis 3 Minuten. 1 bis 3 Minuten. Und danach kannst du dann wieder aufstehen? Kann ich so aufstehen, als wäre nichts gewesen. Das heißt, das ist für dich doch sehr gefährlich. Also Autofahren darfst du wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Nee, ich fahre kein Auto. Nee. Aber es ist auch schon alleine gefährlich für dich, eine Straße zu überqueren. Ne? Das kann dir doch mitten auf der Straße passieren, theoretisch. Könnte, ja. Hast du Angst, so rauszugehen oder redest du dir da nicht so die Angst ein? Nee, das mache ich nicht.
Das machst du nicht. Also du lebst relativ, du versuchst relativ normal zu leben. Richtig. Wie lebst du denn? Hast du eine Partnerin, eine Familie oder bist du alleine? Nee, ich bin alleine. Mhm. Und versorgst dich auch so selbst und das geht auch? Das geht, ja. Also Haushalt und sowas kannst du machen alles? Ja, mhm. Das Problem ist nur, ich muss ja mal irgendwann, möchte ich gerne nochmal wieder eine Arbeit aufnehmen, aber ich weiß nicht, was denn überhaupt noch möglich ist. Ja, das glaube ich auch. Wenn der Arbeitgeber das erfährt, was du von der Erkrankung hast, ist das richtig. Natürlich... Richtig. Wobei das für dich vielleicht auch egal wäre, wenn du zu Hause am PC irgendwie was arbeiten könntest. Ja, Heimarbeit oder irgend sowas, ja. Irgendwie was am PC. Mhm. Ich bin schon mehrfach im Krankenhaus gewesen, da habe ich dann nur mal so lapidar einen Attest mitbekommen, dass der Arbeitgeber das mir so einrichten sollte, dass ich mich 10 Minuten, wenn die Attacken kommen, mich hinlegen könnte. Aber welcher Arbeitgeber macht das mit? Ja, gerade in der heutigen Zeit, ne? Weil das so hart ist und immer härter wird. Ja. Wie hat sich so dein Leben, dein Privatleben verändert durch die Erkrankung? Stichwort Freunde und so und Familie. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Haben die Freunde, die Menschen sich auch von dir zurückgezogen oder hast du dich zurückgezogen? Nee, ich habe das nicht so öffentlich gemacht. Ich versuche das so zu verbergen, meine Krankheit. Warum? Mal normal, so sieht man mir das nicht an. Ja. Nur als wenn ich diese Attacken bekomme oder diese Kataplexien, das sind die tonusartigen Muskelverlust, so dass ich dann mich hinsetzen muss, wenn es noch eben geht, oder ich dann hinfalle, und das versuche ich zu vermeiden. Wer weiß denn überhaupt von deiner Erkrankung? Also meine Familie, also meine Mutter, mein Vater lebt nicht mehr und mein bester Freund. Ach, es gibt noch einen besten Freund. Ja, der weiß das. Der hat das auch schon mit mir miterlebt. Mhm. Aber sonst hast du dich von den Menschen zurückgezogen und führst eigentlich ein recht einsames Leben. Ja, ein Eremitendasein. Mhm. Macht dich das traurig? Ach ja, schon, wenn ich weiß, wie ich vor 8 Jahren drauf war. Ich bin ja nun erst 38. Mhm. Früher hast du ganz normal gelebt, hast nichts anbrennen lassen? Oder? Genau, da konnte ich 8 Stunden am Tag schlafen und jetzt geht nichts mehr. Mhm. Ich wollte dich gerade noch fragen, mit dem was dieses Schlafen anbelangt, bist du dann permanent auch immer erschöpft und müde? Ja, kaputt. Kaputt, immer kaputt. Kaputt, lustlos, bis fast zur depressiven Phase, krieg nichts mehr auf die Reihe, keine einfachen Hausarbeiten. Muss mich, ich sag mal, 3 Teller abwaschen, muss ich mich 10 Minuten hinlegen. Das heißt, wenn ich dich fragen würde, wann warst du das letzte Mal so richtig frisch ausgeruht und ja so körperlich in einer guten Verfassung? Jahre her. Ja. Wie siehst du jetzt deine Perspektive? Also du hast gerade gesagt, du möchtest gerne Arbeit haben. Das würde dich wahrscheinlich schon sehr nochmal dir einen Aufwind geben, ne? Wenn du eine Aufgabe hättest und auch die entsprechenden Erfolgserlebnisse. Richtig. Mhm. Also was ich versuche, ist versuchen nachts zu arbeiten, weil ich nachts bin ich also wach wie andere Leute am Tag. Mhm. Wobei. Inwieweit sich das ändert, wenn ich arbeite, ob ich dann nachts müde bin oder dann schlafen möchte, das weiß ich halt nicht. Hast du Kontakt zu ähnlich betroffenen Menschen? Überhaupt nicht. Wäre vielleicht nicht dumm, oder? Ja, es gibt eine Gesellschaft für eine Narkolepsie-Erkrankte, aber da bin ich nicht so richtig warm geworden. Hast du schon mal versucht, Kontakt mit denen aufzunehmen? Ja, und ich weiß, dass es das gibt und ich auch hier in Deutschland betroffen ist. Es gibt nicht viele. Mhm. Also ich sage das aus dem Grunde, weil ich glaube, es wäre gut, wenn du doch mehr menschliche Kontakte hättest. Und da ist die Hemmschwelle vielleicht nicht so groß, weil die haben alle dieselbe Erkrankung und da muss man sich nicht schämen. Wobei ich finde, du solltest dich auch nicht schämen müssen vor anderen. Das ist eine Erkrankung und die ist nun mal, wie sie ist. Und es ist, glaube ich, nicht gut, wenn man sich zu sehr einigelt und sich zurückzieht in seine Welt. Ja, das ist richtig, aber man muss halt seinem Umfeld das mitteilen, das muss man, was dann los ist. Ja genau, das muss man vorher erklären. Wie bei Epileptikern, genau so, auch diese Anfälle bekommen. Ja. Nur bei mir ist das eben nicht keine, das nennt sich nicht Epilepsie, sondern halt Narkolepsie. Ja, so hast du es erklärt. Hm. Lieber Thomas, ich wünsche dir alles Gute. Wirklich vom Herzen alles Gute. Und auch einen Job. Und dass es irgendwie ein bisschen bergauf geht wieder mit dir. Ja, vielen Dank. Alles Liebe. Dir auch alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, Thomas. Tschüss. Tschüss. So, zweiter Versuch mit unserer Anruferin von vorhin, mit der Bente. Hallo. Hallo. Hoffentlich klappt es jetzt besser. Hörst du dich jetzt wieder doppelt? Ja. Ja, dann liegt es an deinem Gerät. Liegst du an meinem Telefon. Ja, liegst du an deinem Telefon. Aber ich halte das jetzt aus. Okay, dann versuchen wir es. Ja.
Wenn es gar nicht mehr geht, sagst du Bescheid. Mhm. Also du hast gerade gesprochen von deiner Schwester, die sich das Leben genommen hat, mhm, die 24 Jahre alt geworden ist, seelisch erkrankt war. Ja. Und sie hat sich das Leben genommen mit Tabletten, hast du gesagt. Ja. Ich glaube, so weit waren wir. Mhm. Und das hatte sie auch schon oft versucht. Mhm. Lag einmal im Koma eine Woche. Mhm. Und hatte da wohl auch einen Herzstillstand, aber das hat man ihr nicht gesagt. Ja. Ja. Und jetzt diese Selbsttötung war vor kurzem, ne? Vor ein paar Tagen. Ja, vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu ihr? Eigentlich gut. In den letzten Jahren nicht mehr so eng, weil sie nur noch in Kliniken war praktisch. Mhm. So 40 Aufenthalte in den letzten 6 Jahren waren es ungefähr. 40 Aufenthalte. Mhm. Also sie hat es immer wieder abgebrochen. Gab es Momente, wo du dachtest, es geht, sie schafft es geht wieder bergauf? Oder hast du irgendwann selbst für dich auch fast schon die Hoffnung aufgegeben, dass sie nochmal richtig gesund wird? Manchmal dachte man, es geht bergauf. Mhm. Aber es gab immer wieder Rückschläge und die wurden nach einer langen, guten Phase umso schwerer und dann, mhm, ja. Wer hat sie gefunden? Ihre Betreuerin. Und wo hat sie das gemacht? Bei ihr sich zu Hause. Bei sich zu Hause. Und dann kam jemand, also die Betreuerin, und hat sie dann gefunden? Ja, weil sie immer sehr pünktlich war zu den Gesprächen und, mhm, ja, war sie dann an dem Tag nicht. Und die Betreuerin hatte den zweiten Schlüssel. Mhm. Wie geht es dir heute? Ich habe in den letzten 2 Wochen so viel geschlafen, wie ein anderer in einer Nacht schläft. Mhm. Ich sitze hier und zitter, weil ich aufgeregt bin. Mhm. Und ist es die Trauer oder machst du dir auch irgendwie Vorwürfe? Vielleicht hätte ich damit besser umgekannt, was sie ertragen musste. Ja, das denke ich manchmal. Wie meinst du, dass du besser damit, wenn du erkrankt wärst, oder wie meinst du? Es gibt einen Grund, warum sie erkrankt ist. Warum? Ja, sie wurde missbraucht jahrelang. Mhm. Von wem? Nee, das möchte ich nicht sagen. Ja, keinen Namen. Jemand aus der Familie? Jemand aus der Familie. Mhm. Und hat sie sich dir anvertraut? Nein. Wie hast du das? Ich hab Gedichte von ihr gefunden, sie hat viel geschrieben und das geht da eindeutig heraus. Mhm. Das heißt, ist es nie zu einem Prozess gekommen? Nee, sie hat nie jemanden angezeigt. Ja. Und du hast es nur aufgrund dieser Tagebuchaufzeichnung oder der Gedichte interpretiert? Ja, das kann man nur so interpretieren. Ja. Du hast sie nie gefragt? Nein, ich habe es geahnt, aber sie nie direkt darauf angesprochen. Hast du heimlich in ihrem Tagebuch gelesen? Nein, erst jetzt. Ach so, erst jetzt. Das heißt, du bist jetzt durch ihren Tod damit konfrontiert worden? Ja. Hast du vorher sowas geahnt schon? Ja, ich sagte gerade, ich habe es geahnt. Mhm. Aber nie darauf angesprochen. Mhm. Mhm. Wann ist das passiert, soweit du das rekonstruieren kannst? In ihrer frühen Kindheit oder als sie schon ein bisschen älter war? Das muss sehr, sehr lange gegangen sein, weil sie hatte auch so dissoziative Störungen und da war sie dann manchmal ein 8-jähriges Kind und das war, mhm, sie manchmal 3 und also das muss ganz lange gewesen sein. Mhm. Aber das wusste ich nicht, weil ich kenne mich damit nicht aus. Und ja, du sagst, du vermutest, dass das ein Verwandter war. Ja. Hat sie das geschrieben? Hat sie das aufgeschrieben? Ja. Also sie hat sogar den Namen benannt. Oder so, dass man ihn erkennen kann. Dass, ja, dass du kapierst, wer das ist. Ja. Lebt dieser Mann noch? Ja. Mhm. Du kennst den auch gut. Ja, dadurch ist auch irgendwie mein ganzes Weltbild zerstört. Weil du diesen Mann ganz anders gesehen hast, besser gesehen hast. Ja. Mhm. Hast du mit irgendjemandem jetzt über diese Erkenntnis, über diese Information schon gesprochen? Ich habe zusammen mit ihrer Betreuerin darüber, mhm, geredet und das mit ihr zusammen gelesen. Was meint die Betreuerin? Die weiß natürlich viel mehr über sie. Wusste die das auch? Ja. Mhm. Mhm. Lebt eure Mutter noch?
Ja. Die weiß es noch nicht? Nein. Wirst du es ihr sagen? Nein. Warum? Das steht sie nicht durch. Mhm. Weil auch sie ein ganz anderes Bild von dem Verwandten hat. Ja, ja. Mhm. Und sie ist jetzt schon völlig fertig. Sie arbeitet nur noch. Ja, durch den Tod der Tochter. Ja. Mhm. Wahrscheinlich auch alle Jahre schon durch die Erkrankung der Tochter. Ja. Mhm. Du hast gerade was ganz Seltsames gesagt. Ich, also Bente, hätte das vielleicht besser ertragen können als meine tote Schwester. Wie meinst du das? Ich denke, ich bin stärker. Sie war immer so sensibel. Also zu ihr hat man dumme Kuh gesagt und sie hat geheult. Mhm. Ganz empathisch, sagt man ja, war sie. Wenn du sagst, irgendwie habe ich da schon sowas geahnt, aber ich habe sie nicht drauf angesprochen. Gibt es da also heute so eine Überlegung? Hätte ich sie mal angesprochen? Ja, doch. Was meint die Betreuerin? Die kennt sie ja nun sehr gut. Hast du mit der auch darüber gesprochen? Sie hätte es abgestritten. Sie hätte es abgestritten? Ja. Sagt die Betreuerin auch? Ja, sie hat bis zum Schluss geschützt den Täter. Das heißt, du musst dir diesbezüglich nicht wirkliche Vorwürfe machen. Nee, nicht wirklich, weil das ist aber, ja nicht so einfach. Aber für dich ist natürlich alles ganz, ganz furchtbar. Einmal hast du deine Schwester verloren und du hast eine Information jetzt, die dein ganzes Familienweltbild zusammenbrechen lässt. Ja. Mhm. Besteht die Gefahr, dass dieser Mann, der das getan hat, auch noch weiteres Unheil tut jetzt? Das glaube ich nicht. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Mhm. Dass man sich bei solchen Leuten nie. Mhm. Da müsst ihr natürlich genau überlegen, ob ihr vielleicht, was ihr macht oder was ihr nicht macht, vielleicht erneut Schlimmes zu verhindern. Aber du sagst, du hast so Angst um deine Mutter, dass sie das nicht verkraftet. Ja. Mhm. Und sie hat ab und zu mal Psychosen gehabt und ab und zu hat sie gemeint, Gott sagt ihr, sie müsse sich umbringen, um vom Himmel aus die Leute zu beschützen, die sie gern hat. Mhm. Und ja, man weiß eben nicht, was in ihrem Kopf vorgegangen ist. Vielleicht war das wieder sowas. Hat sie dir eine Nachricht hinterlassen, einen Brief? Nein, gar nichts. Gar nichts. Auch nicht ihre Betreuerin? Nein. Mhm. Sie war manchmal so kopflos und eben psychotisch. Mhm. Ich glaube, dann denkt man nicht so viel. Mhm. Wie ist sie, habt ihr eine Idee, wie sie überhaupt an die Medikamente gekommen ist? Ja, sie hat ja mengenweise verschrieben gekriegt. Das hat sie gesammelt und dann als Cocktail wahrscheinlich eingenommen. Ja. Mhm. Mhm. Wie war für dich die Beerdigung? Ja, gleich heule ich. Es war schlimm. Mhm. Ich finde es so schlimm, dass du so doppelt belastet bist. Eben durch die Trauer und eben durch dieses Wissen. Was ist ein Wissen, was dich ungeheuer belastet? Mhm. Ich finde, dass du in dieser Situation unbedingt Hilfe dir holen solltest von außen. Unbedingt. Ich glaube, dass man das gar nicht schafft, alleine da jetzt einen Weg zu finden, wie damit leben, wie damit auskommen. Hast du darüber nachgedacht schon? Ja, habe ich schon. Es gibt ja solche Beratungsstellen. Ja, oder dass du vielleicht erstmal über eine Beratungsstelle oder vielleicht perspektivisch wirklich auch über eine Therapie, dass du einen festen Ansprechpartner hast, auch mit dem du diese Situation beraten kannst, jemanden, den du ernst nimmst. Ja, das weiß ich noch nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, mir das so sehr, sehr, sehr erdrückend vorkommt, die Situation, in der du da lebst. Die Trauer, das Wissen, die Angst um die Mutter, dann vielleicht auch die Sorge, macht dieser Mann dann vielleicht doch noch was? Und da sind ja so viele schwerwiegende Problemfelder jetzt, die da auf dich eindrücken. Ich möchte gerne, Bente, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch mal ein paar Worte sprichst. Ja. Sie kann dir mit der Simone, die Simone ist heute Nacht hier bei uns, sie kann dir erstmal ein paar Adressen geben, wohin du dich wenden kannst. Mhm.
Und dann kannst du vielleicht mit Simone auch gleich noch mal ein bisschen beratschlagen, wie du dich konkret, wie es weiter verhältst, ob du vielleicht eine Psychotherapie anstrebst oder was auch immer. Okay? Okay. Dann legst du bitte auf und die Simone ruft dich gleich an. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Und hier ist Alina. Alina ist 18 Jahre. Hallo Alina. Hallo. Hallo, grüße dich. Grüße dich. Und zwar, es geht um meinen Freund. Mhm. Und es ist daran, dass ich früher ihn ein besseres Leben hatte. Er ist ein Ausländer, muss ich dazu sagen. Alina, er kommt aus Alina, irgendwie verstehe ich dich sehr schlecht. Versuch mal irgendwie ein bisschen anders an in das Handy oder zu sprechen oder in den Telefonhörer. Mhm. Besser? Wir versuchen es mal. Es kann auch an der Leitung liegen, ich weiß es nicht. Also nochmal, es geht um deinen Freund. Mhm. Ja. Und er ist Jugoslawe. Ja. Und er verbietet mir so einiges. Er ist mehr in seinen Glauben, denke ich. Er verbietet dir einiges? Ja, genau. Ja. Was verbietet er dir denn zum Beispiel? Er verbietet mir zum Beispiel, was ich gerne tragen möchte, lässt er mir nicht anziehen. Er sagt, ich soll das anziehen, was er sagt. Aha. Wie will er dich denn angezogen sehen? Am besten immer nur mit Mantel, nicht bauchfrei oder keine Capri-Hose, immer lange Hose, langen Mantel. Also ganz züchtig, damit die anderen Jungs nicht deine schönen Beine sehen oder sowas? Ja, so ähnlich, denke ich. Mhm. Wie alt ist er? 19. Wie lange seid ihr zusammen schon? Knapp über ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Also er macht dir Vorschriften, was du anzuziehen hast. Du machst ihm natürlich keine Vorschriften, was er anzuziehen hat. Nee. Was noch? Sag noch ein paar andere Beispiele. Er lässt mich nicht alleine weg. Ich habe viele Freunde, durch ihn habe ich verloren. Mhm. Und ich habe schon oft gesagt, ich gehe dahin und dahin. Mhm. So, dass ich mit meinen Freunden mich treffen konnte. Mhm. Und das war schon sehr heftig. So manchmal kam mir sogar auf den Gedanke, da hat er gedacht, mein Onkel, dass das gar nicht mein Onkel wäre, dass ich ein Verhältnis mit ihm hätte. Mhm. Also der junge Mann ist rasend eifersüchtig und misstrauisch. Ich denke schon. Und rasend Besitz ergreifen, ne? Das hört sich ja so an, als würde er dich als sein Eigentum ansehen. Ja, und das hab ich mir auch schon gesagt, dass ich nicht seins bin. Mhm. Schlägt er dich? Nee, bis jetzt hat er mich noch nicht geschlagen. Aber wenn du dich dem widersetzt, machst du das denn alles immer so, wie er das möchte? Nein, nicht immer. Ich habe schon oft, im Sommer hat er einmal gesagt, ich sollte einen dicken Wintermantel anziehen. Weil ich nichts Längeres hatte. Mhm. Und habe ich aber trotzdem nicht getan, denn seine Mutter versteht mich wenigstens. Die Mutter sitzt auch in Toppen oder irgendwas anderes. Also seine Mutter versteht dich? Ja, ah, ja. Sie sagt, er übertreibt selber. Er hört aber nicht auf seine Mutter. Ja. Mhm. So, ja. Dann hast du es nicht gemacht und gab es einen großen Streit zwischen euch beiden? Ja, hinterher. Die Mutter hat ihr dann gesagt, dass er aufhören soll, mich so zu behandeln. Mhm. Und mich das lassen soll, machen lassen soll, was ich möchte. Mhm, mh. Und das hat ihn aber nicht sehr beeindruckt, obwohl sogar seine Mutter das gesagt hat. Genau. Aber gab es dann noch einen schlimmen Krach zwischen dir und ihm? Aber Entschuldigung? Gab es mein Freund kommt gerade. Ach so. Kann ich auflegen? Okay, dann leg auf. Schade. Okay. Okay, Alina, tschüss. Tschüss. Das ist aber jetzt sehr schade. Dann machen wir weiter mit Saduman. Stimmt das? Saduman, hallo? Hallo. Ach, eine Frau. Ja, ich bin eine Frau. Saduman, 30 Jahre alt. Genau, ich bin heute 30 geworden. Heute? Ja, dann gratuliere ich recht herzlich. Dankeschön. Alles Gute, alles Liebe. Danke, danke. Was ist denn das für ein exotischer Name? Sadu? Ja. Man, ist das ein türkischer Name? Das ist ein türkischer Name, ja. Hat der eine Bedeutung? Bedeutung, wie soll ich sagen, das heißt fröhlich. Fröhlich? Ja. Das ist doch schon mal gut. Ja. Das ist so schön bei euch türkischen Namen, also bei euch, die ihr türkischen Namen habt, dass die Namen immer irgendeine Bedeutung haben, ne? Genau. Bei deutschen Namen ist das nicht so direkt hörbar. Die haben auch oft Bedeutung, da muss man ein bisschen nachschlagen erstmal. Genau. Lateinisch oder Griechisch oder sowas. Saduman, heute 30 Jahre alt geworden. Die Fröhliche. Ja, passt alles zusammen, ne Domian? Mann. Aber du hast mich angerufen. Warum hast du mich angerufen? Und zwar, mein Mann hat mich verlassen. Ach du je. Ja. Wann? Vor 3 Wochen. Wie lange wart ihr zusammen?
11 Jahre lang. 11 Jahre? Ja. Und ist das von heute auf morgen passiert? Heute auf morgen kann man nicht so direkt sagen. Er fing schon an letztes Jahr, jetzt im November. Fing er an, ich habe auch ein paar Haare gefunden bei ihm. Ich habe ihn gefragt, was das soll. Und er hat gesagt, es hat nichts. Ich bin Taxifahrer und alles. Und ja. Das heißt, du vermutest, dass eine andere Frau im Spiel ist? Genau. Bist du mittlerweile sicher, dass eine andere Frau im Spiel ist? Ich bin schon sicher. Du bist schon sicher? Ja. Und hat er dann gesagt, ich will nicht mehr, ich gehe, oder hast du ihn rausgeschmissen? Er kam nach Hause und dann, ich war ja auch hoch auf 80 gewesen. Ich habe gesagt, hör mal, das geht nicht mehr so weiter. Und dann hat er zu mir ganz spontan gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Einfach so? Einfach so. Wie aus heiterem Himmel. Ja, und dann ich bin explodiert, ich bin da hingerannt, ich bin an allen Kragen geplatzt und bin da hingerannt und wollte ihm eine klatschen. Und dann hat er mich auch zur Seite geschubst und hat gesagt, so, jetzt gehe ich. Und dann ist er gegangen und kam nach 2 Tagen wieder. Und meine Nerven haben auch dann, wie soll ich sagen, ich habe 3 Kinder. Also ihr habt 3 Kinder? Ja, das Älteste ist schon 10. Und die Kinder leiden auch darunter, ja. Und jetzt hat er sich auch schon eine eigene Wohnung und alles. Ja, also er hat dann gesagt, er liebt dich nicht mehr. Ja. Habt ihr denn danach nochmal reden können, etwas ausführlicher? Hat er dir etwas, wenn man nicht mehr geliebt wird, möchte man ja immer gerne Erklärungen haben, ne? Warum, wieso, seit wann? Und gab es so Gespräche? Nein, gab es überhaupt nicht. Das letzte Mal, wo wir Streit hatten, fing er an, ohne Grund zu sagen zu mir, dass ich halt ohne Kopftuch in die Küche gegangen bin. Wie? Ohne Kopftuch, dass ich in die Küche reingegangen bin. Und das bist du, darüber hat er sich beklagt, oder was? Ja. Du sollst also in der Küche ein Kopftuch tragen? Genau. Aber das war nie Thema bei euch? Nein, der hat immer gesagt, immer, trag Kopftuch in die Küche, ich möchte kein Haar im Essen haben, alles. Ich sag, das kommt doch gar nicht vor. Nein, ich möchte das. Und ich habe das auch getan. Auch durch die Hygiene auch. Ja, okay. Ja, und danach fing er an, ja, ich würde mich einfach hinlegen, wenn er nach Hause kommt, dass ich mich heute hingelegt habe, und das war schon respektlos gewesen für ihn. Dass du dich hingelegt hast? Ja. Aber hat er sich, so, früher war er überhaupt nicht so drauf? Nee. Überhaupt nicht? Nein. Also ihr wart relativ gleichberechtigt nebeneinander? Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen? Kann man nicht sagen, nein. Also du hast schon zurückstecken müssen? Ja, sehr vieles sogar, sehr vieles. Du wirkst aber wie so eine selbstbewusste junge Frau. Ja. Ja, finde ich schon. Ja. Ja. Liebst du ihn denn noch? Ja. Aber er liebt dich nicht mehr. Ja. Und er ist weg. Der ist weg. Er kam heute nach Hause. Ja. Und sagt zu mir, komm, setz dich mal. Ich sag, was willst du denn? Ja, setz dich doch mal zu mir. Ja, ich weiß, der wollte wieder das Geld haben. Was für ein Geld? Weil ich jetzt vom Arbeitsamt Geld bekomme. Ach so. Deswegen. Da wollte er Geld haben, obwohl er arbeitet. Er ist Taxifahrer, sagst du? Ja. Und hast du es ihm gegeben? Nee. Der hat heute gefragt danach. Ich habe gesagt, ich war noch nicht bei der Bank. Und gab es Streit? Nee, Streit gab es nicht. Und davor hat er mir auch die EC-Karte alles weggenommen, alles. Klingt alles nicht gut. Alles nicht gut. Nein, alles nicht gut. Ja. Das klingt wirklich so, als es wäre wahrscheinlich wäre die Sache vorbei. Und es vielleicht noch schwierige Phasen vor euch liegen, auch wie es mit den Kindern zu regeln ist und so weiter. Ich sehe gerade, die Zeit ist rum. Ich weiß, ich sehe es auch gerade. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, tschüss. Danke vielmals, Domian. Tschüss. Find dich super. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Volker Thake. Morgen gibt es wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.